Drei Bälle verbindet man nicht unbedingt mit Business und Weiterbildung und dennoch machen wir das wirklich seit 20 Jahren. Es gibt eine Jongliertrainer-Ausbildung, die dauert 2 Tage, wo im Wesentlichen 3 Dinge gemacht werden. Zuerst wird das Jonglier-Lernsystem rauf und runter 2 Tage gezeigt, das heißt, es gibt verschiedene Übungen mit 1 und 2 Bällen, bis dann todsicher 3 Bälle gehen. Das waren die Übungen. Im zweiten Bereich sprechen wir darüber, was es mit den Bällen in Trainings, in Coachings, im Gesundheitsbereich, in Führung, Motivation, Businessbereich alles gemacht werden kann. Alles, was kann man also mit Jonglieren im Beruf tun. Und das dritte ist, wir geben Tipps und Hilfen auf verschiedenen Wegen, wie man jetzt als Trainer, Coach, Lehrer, was auch immer, Jonglieren einsetzt in seinem Hauptberuf. Da haben wir Online-Hilfsmittel, verschiedene Dinge, die da helfen. Es gibt der weiße Ball steht für das Jonglier-Lernsystem Rehoboli, der rote Ball für all das, was man mit Jonglieren im Beruf machen kann. Das ist Gesundheit oder Business oder Weiterbildung, da komme ich gleich dazu. Der grüne Ball steht für die ganzen Marketing- und Online-Hilfen, die wir unseren Trainern geben. Zum Jonglier-Lernsystem, Rehoboli ist zu sagen, es ist seit jetzt knapp 20 Jahren am Markt. Es ist über 10 Sprachen jetzt verfügbar. Also egal, ob jetzt Russisch oder Chinesisch oder Italienisch, alles egal. Es gibt wirklich verschiedene Sprachen, verschiedene Formate. Und wir sind Marktführer im Bereich Jonglieren. Das sind wir, das heißt die Jonglier-Trainer, 80 Trainer in Deutschland, Österreich und Schweiz, haben diese 2 Tage schon besucht. Und diese Trainer sind in verschiedenen Feldern unterwegs. Der rote Ball steht, wie gesagt, für diese beruflichen Integrationen. Das heißt, man kann das Thema Motivation, Change, Führung ideal mit Jonglierbällen transportieren. Wie und warum, erklären wir in diesem Trainerworkshop. Das Thema Gesundheit, Alzheimer, Demenz, weil wenn wir jonglieren, ist es wirklich so, dass Gehirnzellen gar nicht absterben können, weil das Gehirn viel zu viel zu tun hat. Also im Gesundheitsbereich gibt es da verschiedene Aspekte, die auch erfolgreich in verschiedenen Feldern noch eingesetzt werden. Auch in der Pflege, Altenpflege wird Jonglieren gerade getestet in Größenordnung und auch sehr erfolgreich. Der grüne Bereich ist, wie gesagt, steht für diese Marketing- und Online-Hilfen. Wir erklären an diesem 2-Tages-Trainer-Workshop, wie man Jonglierkurse organisiert, wie wir dabei helfen können. Es gibt ein Portal, wo die Trainer gesammelt ihre Kurse anbieten. Also es gibt spannende 2 Tage, wo man nicht nur 3 Bälle lernt, sondern man lernt, wie man anderen das Jonglieren beibringt. Und das ist in verblüffend kurzer und verblüffend einfach möglich, 3 Bälle jonglieren zu lernen.